Die Qual der Wahl, vor der steht Ehepaar Wittig. Sie wollen ein Secret Pack kaufen, also ein Retourenpaket, bei dem man von außen nicht sieht, was drin ist. Sind dafür extra von Rednitz-Hembach nach Nürnberg gefahren. In dem Päckchen ein Messerset. Man hofft natürlich auf sehr gute Handy oder etc., je nachdem. Aber wie jetzt das da, ist auch nicht schlecht, sag ich jetzt einmal. Ja, jetzt so, es passt schon so. Bastjo findet auch Kansari, obwohl er ein Spielzeug bekommt. Und auch die beiden Freundinnen Mara und Milka sind mit ihrer Ausbeute zufrieden. Kleine Secret Packs kosten 7 Euro, die großen 10. Ein nachhaltiges Glücksspiel, denn oft landen solche Päckchen auf dem Müll. Doch so bekommen sie eine zweite Chance. Palettenweise kauft Ergin Weissinger die Secret Packs bei einem Großhändler. Fast täglich wird der Automat hier in der Nürnberger Ostendstraße befüllt. Ich bin auch immer wieder so, dass ich mir selber auf die Finger klopfen muss, weil ich es halt nicht aufmachen möchte. Aber manche Sachen fühlen sich wirklich interessant an. Manches kann man erfüllen. Manchmal sind Schuhe, die füllt man ganz einfach. Pakete zum Anfassen gibt's aber auch für die Kunden. Alles, was zu groß ist, findet man für 10 Euro in der Sulzbacher Straße. Hier darf dann mit allen Sinnen ein Päckchen ausgesucht werden.